Ich bin Manja Mauersberger, ich bin Personalrätin. Im Ursprungsberuf bin ich Ergotherapeutin und arbeite im Nebenjob als Klinikclown und Gesundheitsclown in verschiedenen Einrichtungen, Kinderkliniken, Altenheimen und Förderschulen, Lebenshilfe zum Beispiel auch. Josie, so heißt mein Kinderclown, ist gleichzeitig auch natürlich ein Stück Manja. Wir sind keine Schauspieler, sondern es soll wirklich die innere Freude, die innere Trauer, die innere Wut, die innere Angst soll schon auch raustreten. Und das sind dann auch meine jeweiligen Gefühle zu den jeweiligen Situationen und das ist von Clown zu Clown ganz unterschiedlich. Bewegende Momente. Ja. Das ist natürlich und was das, ganz Wertvolles. Und es hört sich jetzt so abstrakt an, ist aber ganz wichtig. Begegnungen. So richtig echte. Ja, stimmt's? Das hast du jetzt schön gesagt. Oh. Ja. Kann ich das? Sonne. Ich wollte irgendwas Schauspielerisches noch nebenbei machen. Durch einen Zufall hat sich das angeboten, dass die Clownschule, in der ich dann auch die Ausbildung gemacht habe, gerade in Heidelberg einen Wochenendkurs gegeben hat. Und dadurch wurde ich angefixt von diesem Clownsein, von diesem unbeschwert im Hier und Jetzt leben mit den Situationen, mit den Emotionen, mit den Reaktionen der Menschen quasi, die aufnehmen. Wow. Das prägt sich über das ganze Leben hin aus. Ich begegne Menschen ganz anders, bin freier, bin offener. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen weiten Meer mit vier Tunnel Sonnengeleisen und dem Eisenbahnverkehr. Was alle drei Berufe verbindet, ist die Empathie zu den Menschen, die Neugier zu den Menschen, das Interesse. Also das merke ich immer wieder, das begeistert mich und es gibt mir auch die Grundmotivation, diese Berufe auszuführen und den Menschen gegenüber zu begreifen und zu erfassen in seiner Ganzheitlichkeit. Das Größte ist, wenn ich als Clownin unterwegs bin und gerade bei Kindern, dass sie sich selber stark fühlen, dass sie sich selber bestärkt, dass sie bestärkt aus so einer Clown-Szene hervorgehen, dass sie Spaß hatten, dass sie sich vieles auch zutrauen, dass sie interessiert sind, dass sie offen sind und dass sie wirklich da alles versuchen und denken, sie könnten die Welt einreißen. Hier können sie uns nicht mehr angezahlen. Kann man das da auch nicht machen? Wir geben den Menschen eine Bühne, um sich selber zu spüren und die Lebensfreude auch wahrzunehmen wieder, die eigene Lebensfreude und dem nachzugehen. Das Einstehen und die Gemeinschaft quasi von den Arbeitnehmern ist ganz wichtig. Gerade was wir jetzt auch in der Krankenhauspolitik erleben, da merke ich, dass gerade als Personalrätin eine Klinikleitung da weit weg schwebt von der Basis, dass es da eine Schere gibt. Und deswegen bin ich aus Überzeugung natürlich Verdi-Mitglied, weil ich da mich einsetze für die, die halt keine starke Stimme haben. Und das ist ja auch wieder die Parallele eigentlich zur Clownin. Also auch wieder da Dasein für die Minderheiten, für die Randgruppen Dasein, die wahrnehmen, weil das macht auch unser Sozialstaat ja aus. Und das finde ich ganz wichtig. Also das ist auch so eine Verknüpfung von all dem. Es ist schon eine Form der Arbeit, fühlt sich aber nach sehr lebendiger Arbeit an und nach sehr viel
Menschennähe und das macht es auch wieder leicht, unbeschwert sozusagen, nach vielen schönen Begegnungen. Also das ist eine Arbeit, worauf ich mich immer wieder freue auch.